In diesem Video lassen wir mal meine zwei Lieblingscoins gegeneinander antreten, nämlich WeChain gegen Cardano. Zwei der spannendsten Projekte in der Kryptowelt, wie ich finde. Und in diesem Video möchte ich mit euch zusammen herausfinden, welchen von den beiden du besitzen solltest. Viel Spaß mit diesem Video! Cardano, wie ihr bestimmt wisst, wird ja schon lange von verschiedenen Krypto-Experten als der Killer von Ethereum angepriesen. Wenn Ethereum endlich auf sein lang erwartetes 2.0 Upgrade umsteigt, sollten diese Debatten darüber, welcher Coin die Nummer 2 unter den Kryptowährungen erschlägt, auf jeden Fall beendet sein. Der Punkt hier ist, dass sowohl VeChain als auch Cardano in ihren jeweiligen Netzwerken eine gute Entwicklung durchlaufen haben, so dass sie mit Ethereum verglichen werden. Nicht nur, dass ihre Anwendungsfälle sich über mehrere Bereiche erstrecken, sondern VeChain und Cardano haben auch hochwertige Partnerschaften mit den führenden globalen Unternehmen geschlossen. Die drei Entwicklungsschwerpunkte des gesamten Ethereums, das eine Vielzahl von dezentralen Anwendungen beherbergt, liegen auf Skalierbarkeit, Interoperabilität und Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die den Erfolg von Ethereum in den letzten Jahren gebremst haben. Skalierbarkeit bezieht sich auf die Fähigkeit der Plattform, eine steigende Anzahl von Transaktionen pro Sekunde zu bewältigen, ohne Abstriche bei der Sicherheit oder Dezentralität zu machen. Interoperabilität ist die Fähigkeit der Blockchain, sich mit anderen digitalen Assets und traditionellen Finanzinstitutionen zu koordinieren. Nachhaltigkeit ist der Grad, in dem die Blockchain im Wesentlichen von denjenigen gesteuert wird, die sie nutzen. Kommen wir nun mal zum Hintergrund unserer beiden Kontrahenten. Bei Cardano ist es so, Cardano ist ein Blockchain-Projekt, das als dezentrale Anwendungsentwicklungsplattform mit verlässlichen Smart Contracts und einem Multi-Asset-Ledger gedacht ist. Der Gründer ist Charles Hoskinson, ein Mitbegründer von Ethereum mit Vitalik Buterin. Hoskinson möchte Cardano zu einer Blockchain der nächsten Generation machen, die praktisch und langlebig sein soll und auf den Grundprinzipien der Informatik basiert. WeChain auf der anderen Seite ist eine Blockchain-Plattform, die das Lieferkettenmanagement und die Geschäftsprozesse verbessern soll. Das Ziel der Plattform ist es, diese Prozesse und den Informationsfluss für komplexe Lieferketten durch den Einsatz von Distributed Ledger Technologie zu realisieren. Es ist eine Blockchain, die geschaffen wurde, um zu bestimmen, ob ein Produkt in Echtzeit sicher vor Betrug ist. WeChain ist der perfekte Tracker für die Lieferung jeglicher Artikel, von physischen Vermögenswerten bis hin zu Kryptos. Das Netzwerk weist jedem Artikel eindeutige Codes zu und nutzt einen Sensor, um alle Aktivitäten in der Lieferkette bei jedem Stop zu überwachen. Und damit können dann Hersteller und Unternehmen sicher sein, dass ihr Produkt in sicheren Händen ist. Es ist wichtig zu beachten, dass WeChain aus drei Komponenten besteht: der Kryptowährung, der Plattform und der Technologie in der realen Welt. Kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Teil, nämlich die wichtigsten Upgrades unserer beiden Kontrahenten. Bei Cardano ist es ja die Geschwindigkeit von Cardano, da sie ja sehr beeindruckend ist aufgrund der Hydra 2 Skalierung, die über das bestehende Proof of Stake Protokoll implementiert wurde. Sie ist auch für die Entwicklung von ADA verantwortlich. In der Tat zeigen Simulationen, dass das Netzwerk in der Lage ist, mehr als 1 Million Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Das wird durch das zweischichtige System ermöglicht und könnte der Grund sein, warum Nutzer in Cardano investieren. Behalte jedoch im Hinterkopf, dass die 1 Million Transaktionen pro Sekunde, die Hoskinson sagte, noch nicht erreicht sind. Das große Upgrade von VeChain, genannt POA 2.0, steht kurz bevor und es wird massive Veränderungen im Netzwerk geben, einschließlich der Transaktionsrate pro Sekunde. Denn zum Zeitpunkt der Videoproduktion läuft POA 2.0 Netzwerk mit einer Rate von 2500 Transaktionen pro Block. Experten haben gesagt, dass wir sehen könnten, wie die VeChain-Plattform etwa 21,6 Millionen Transaktionen pro Tag verarbeitet. Das ist unglaublich für die ökosystemkritischen Protokollunterschiede. Cardano verwendet ein Proof-of-Stake-Protokoll, das auf ihren von Experten begutachteten Forschungsergebnissen basiert. Inhaber einer großen Anzahl von Token haben die Chance ausgewählt zu werden, um den nächsten Block zu produzieren. Proof-of-Stake ist schnell, effizient, wirtschaftlich sicher und umweltfreundlich. Cardanos Proof-of-Stake kann gleichzeitig mehrere Epochen laufen lassen, die aus Slots bestehen, die Transaktionen halten können. Einige Kritiker argumentieren, dass externe Maßnahmen wie Hardware-Mining eine bessere Dezentralisierung bieten, aber es ist klar, dass Proof-of-Stake
ein Grundnahrungsmittel für neue Krypto-Projekte sein wird. Sogar die bestehenden wenden sich ihm zu, wie das Ethereum 2.0 Upgrade, wenn wir es mit Ethereum vergleichen wollen, dessen gesamte Roadmap um einen Wechsel zu Proof of Stake aufgebaut ist. VeChain verwendet Proof of Authority, abgekürzt POA, und POA beinhaltet nicht das ganze Rätselknacken, das von den Validatoren durchgeführt werden muss. Jeder Validator verwendet eine Computersoftware, die jede Transaktion und neue Adaption im System validiert. Daher werden die Transaktionen mit POA durchgeführt, was schneller ist als die Proof of Work und Proof of Stake Protokolle. Bei VeChain geht es darum, die Eintrittsbarriere zu senken und es Unternehmen zu ermöglichen, Blockchain zu nutzen, um reale wirtschaftliche Probleme zu lösen. Das Unternehmen hat sich kürzlich mit Shanghais führendem Krankenhaus Renji Hospital zusammengetan, um My Baby zu starten, einen Blockchain-basierenden Service, der den Fortschritt einer künstlichen Befruchtung überwacht. VeChain und Shopping.io haben eine Partnerschaft geschlossen, die es VeChain-Besitzern wie dir ermöglichen wird, mit dem VET-Token bei Amazon, eBay, Walmart und Etsy einzukaufen. VeChain hat noch eine weitere Errungenschaft: Das Land San Marino hat ebenfalls VeChain-basierte nationale digitale Impfpässe genehmigt. Das ist ein enormer Sprung nach vorne für die Blockchain des Unternehmens. Wir sehen bereits weitere reale Anwendungsfälle, die die Massenadaption vorantreiben. Wenn VeChain so weitermacht, zusammen mit positiven Markteinflüssen, könnten wir in naher Zukunft ein deutlich höheres VET-Allzeithoch sehen. Das Cardano-Team hat seinen Sitz in Äthiopien. Das bisher größte Projekt ist der Flaggschiff-Deal mit dem äthiopischen Bildungsministerium. Die Partnerschaft nutzt die Cardano-Plattform, um digitale Ausweise für 5 Millionen Schüler zu erstellen. Jeder Schüler erhält damit einen sicheren und fälschungssicheren akademischen Ausweis, der ihn ein Leben lang begleitet, wenn er auf das College oder eben in die Arbeitswelt wechselt. Die ID wird ihnen helfen, ihre akademischen Leistungen zu beweisen. Cardano kündigte außerdem kürzlich eine Partnerschaft mit Nexo Exchange an, die nun ADA listet. Das bedeutet, dass ADA-Besitzer nun über die Börse kaufen und verkaufen können, um Zinsen auf ihre bestehenden Coins zu erhalten und sich gegen die Coins in US-Dollar oder einer anderen von über 40 Kryptowährungen zu leihen. Das Cardano-Netzwerk hat sich auch mit Orion Protocol zusammengeschlossen. Dabei handelt es sich um einen dezentralen Finanzliquiditätsaggregator und Orion ermöglicht es den Nutzern, den besten Preis für ihre Kryptokäufe und Verkäufe an den globalen Kryptobörsen zu erhalten. Die Dezentralisierung auf dem Cardano-Netzwerk ist sehr wichtig. Dezentralisierung bedeutet die Verteilung der Blockproduktion. Wenn das nämlich über eine große Anzahl von Menschen geschieht, erhöht es die Sicherheit der Blockchain. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein 51% Angriff oder ein paar schlechte Akteure, kann ich so sagen, die Kontrolle über das Netzwerk erlangen. Aber das ist nicht die gleiche Geschichte für VeChain, da es nicht vollständig dezentralisiert ist, was einer der Gründe sein könnte, warum die chinesische Regierung eine Partnerschaft mit einem Netzwerk im Land eingeht. VeChain unterscheidet sich von anderen Krypto-Projekten, weil die Entwickler dahinter nicht den Wunsch hatten, eine vollständig dezentralisierte Plattform zu schaffen. Stattdessen war es ihr Ziel, die besten Eigenschaften sowohl aus dem dezentralen als auch aus dem zentralen Finanzsektor zu integrieren. Diese Strategie schafft eine ausgewogene Plattform, die den Nutzern mit transparentem Informationsfluss, effizienter Zusammenarbeit und schnellen Werttransfers erwartete Upgrades bietet. Input-Output Hong Kong ist einer der Unternehmen hinter der Cardano Blockchain und sie haben kürzlich das erfolgreiche Upgrade ihres Alonzo Testnetzes auf das Alonzo White Network bekannt gegeben. Dabei ist zu beachten, dass sich das Cardano Netzwerk inmitten eines mehrphasigen Alonzo Upgrades befindet, das Smart Contracts Funktionalität auf die Blockchain bringen wird. Jede Phase, die Blue, White und Purple genannt wird, wird mehr Funktionen und Features für die Nutzer beinhalten. Der Mainnet-Einsatz wird für September erwartet. Die Bedeutung dieser neuen Einführung ist, dass sie Cardano näher an Smart Contracts heranführt. Wir alle wissen, wie Ethereum Smart Contracts in der Branche voranschreiten. Es ist interessant zu sehen, was Cardano anbietet, wenn die eigene Smart Contract Technologie zum Laufen kommt. Außerdem hat das Netzwerk vor kurzem seinen Katalysatorkreis veröffentlicht. Das ist eine neue, von der Community gewählte Gruppe,
die für das Feedback und die Berichterstattung über ihr Projekt Katalysator verantwortlich ist. VeChain hat ja POA 2.0 kürzlich angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Upgrade der Konsensplattform, das der Blockchain des Netzwerks zu mehr Sicherheit, Skalierbarkeit und absoluter Endgültigkeit verhelfen wird. VeChain hofft, die globale und massive Annahme seiner öffentlichen Blockchain POA voranzutreiben, da ein Proof of Authority Konsensprotokoll sowohl dem Proof of Work als auch dem Proof of Stake überlegen ist. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin verwenden Proof of Work, das auf der Rechenleistung basiert, die von sogenannten Minern bereitgestellt wird, um die Plattform am Laufen zu halten. Diese Miner aktualisieren im Wesentlichen den Ledger, indem sie Transaktionen bestätigen und die nächsten Blöcke in der Blockchain reduzieren. Und dann gibt es noch Proof of Stake, den wir eben auf Plattformen wie Cardano sehen, wo die Leute ihre Coins einsetzen, um die gleichen Dinge zu tun, wie ich auch schon zuvor erwähnt habe, um eben die Blockchain am Laufen zu halten. Mit POA 2.0 werden die Gebührentransaktionen pro Sekunde erhöhen, um es unmöglich zu machen, dass sich Blockchains forken, was ein kritisches Maß an Netzwerksicherheit hinzufügt, das normalerweise Unternehmen in Schach hält. Ich finde, es kommt auf die Technologien an, wenn es darum geht, einen Gewinner zu wählen. Das Proof of Authority Protokoll, das VeChain verwendet, ist effizienter als Cardanos Proof of Stake. Und wenn wir von Smart Contracts sprechen, nimmt Cardano die Krone mit nach Hause. Aber VeChain ist jetzt als eine duale Krypto- und Logistik-Blockchain-Lösung ziemlich beliebt. Sowohl ADA als auch VET hatten bisher ein ordentliches Jahr. Und Kryptoanalysten tippen darauf, dass sie ihre Bewertungen kurz- und langfristig erhöhen werden. Wir sollten auch nicht vergessen, dass ihre jeweiligen Unternehmen an der Spitze interessanter Innovationen stehen. Je mehr Anwendungsfälle sie in ihren jeweiligen Branchen erzielen, desto mehr Akzeptanz genießen ihre Plattformen und das bedeutet mehr potenzielles Wachstum für ihre Coins. Wenn ich dir aber abschließend einen Tipp geben darf, Cardano hat wirklich schon sehr gut performt. Die Leute hatten mit dem 12. September ein konkretes Datum im Kopf, weshalb die FOMO ordentlich starten konnte. VeChain hat mit POA 2.0 noch kein konkretes Datum. Wir wissen, Ende des Sommers haben die so ungefähr gesagt, aber wir wissen halt eben noch kein konkretes Datum und sobald das veröffentlicht wird, wird VeChain explodieren. Meine Prognose ist 1 Dollar, wenn nicht sogar darüber hinaus. Das kommt aber auch so ein bisschen auf den Bitcoin-Kurs an, denn VeChain ist ziemlich an Bitcoin gekoppelt, aber wenn Bitcoin 100.000 Dollar erreicht, wieso sollte VeChain nicht 1 Dollar, wenn nicht sogar mehr erreichen? Ihr habt die Explosivität von Cardano hautnah miterlebt in den letzten Wochen, das ist wirklich brutal abgegangen, wieso sollte es nicht auch bei VeChain so passieren? An dieser Stelle ganz wichtig, ich bin kein Finanzberater, bitte mach deine eigenen Hausaufgaben und investiere nur das, was du kannst. Ich bin aber bei VeChain wirklich guter Hoffnung und freue mich auf POA 2.0. Im Allgemeinen liebe ich beide Projekte und bin relativ gleichermaßen in beiden investiert. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Wenn du immer die neuesten Informationen, Tipps und Einblicke haben möchtest, die dir helfen, dein Vermögen zu vergrößern und den anderen voraus zu sein, dann würde ich dir empfehlen, mein Patreon zu werden, denn dann bekommst du in einem Wochenbericht die wichtigsten News der Woche für dich zusammengefasst, so bleibst du immer auf dem Laufenden, die aktuellsten Airdrops, so kannst du hier und da Coins und Token abstauben und selbstverständlich die besten Projektstarts mit langfristigem Potenzial, die du auf keinen Fall verpassen solltest, so bist du nämlich von Anfang an dabei und kannst davon profitieren. Du bekommst auch die wichtigsten bevorstehenden Ereignisse des Jahres, so kannst du immer der Masse voraus sein. Natürlich auch Tipps und Tricks wie Staking und Farming, aber auch meinen Krypto-Steuerguide mit den wichtigsten Tipps Woche für Woche erweitert. Sowie mein Portfolio, in dem ich immer ankündige, was ich als nächstes kaufen möchte und weshalb. Und viele weitere Tipps und Anleitungen. Du siehst also, es lohnt sich durchaus mal reinzuschauen. Der Link ist in der Videobeschreibung.